Schaff. Und wichtig ist, dass wir uns freuen, wenn die Sonne aufgeht und das schöne Licht kommt. Die Gaslichter müssen ausgehen, die elektrischen Lichter müssen ausgehen, aber die Menschen müssen aufstehen, wenn der Wecker klingelt, weil ein neuer Tag hat begonnen. Die Welt hat sich weitergewälzt. Die Sonne ist aufgegangen. Ist nicht sicher, was mit dieser Sonne ist. Die Leute beschäftigen sich viel mit dieser Sonne. Soll ja ein Zentralkörper unseres Planetensystems sein. Denn unsere Erde ist ja ein kleiner Planet, aber was sind eigentlich wir dann? Wenn die Sonne aufgeht und wir uns freuen, dann sollte man eigentlich traurig sein. Denn was ist man im Grunde? 300.000 Mal so groß wie die Erde ist die Sonne. Und was es da alles noch gibt für Zahlen und Nullen, die nur sagen, dass wir eine Null sind, sonst ja nicht, völlig ja nicht. Eigentlich lächerlich. Und doch freut man sich. Kommt auf die Straße, fühlt sich stark. Die Farben wachen auf. Die Gesichter wachen auf. Und Formen sind da, die kann man anfassen mit den Händen. Und ein Glück ist es, dass wir sehen können. Dass wir diese Farben sehen können und die Linien. Und immer wieder freut man sich, wenn man zeigen kann, was man ist. Dass man etwas tut und dass man etwas erlebt. Wir freuen uns über ein bisschen Wärme. Und über die Blumen freuen wir uns, dass die wachsen können. Aber das andere, das muss ein Irrtum sein. Das muss ein Fehler sein. In den schrecklichen Zahlen, mit den 4-0. Es ist kein Grund zu verzweifeln. Ich werde, wenn ich diese Geschichte weitererzähle und bis zu ihrem harten, schrecklichen, bitteren Ende geführt habe, noch oft das Wort gebrauchen. Es ist kein Grund zu verzweifeln.